ein paar Tage her. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten hier jetzt noch mal ein bisschen unsere Rüstung angepasst, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir die künstliche KI. Spannend. Wollen wir hier reingehen? Said nach Zorya fliegen. N7 Scheuner Agent. Okay, ich glaube, wir hatten zuletzt ein bisschen socialized, wenn ich mich nicht irre. Wir könnten jetzt rein theoretisch wieder weiterfliegen. Haben wir hier noch irgendwas, irgendwelche ungelesenen Nachrichten? Nein, leerer Briefkasten ist ein guter Briefkasten. Auch die Erwachsenen unter uns wissen das sehr gut. So, wir waren auf Omega. Da haben wir alles erledigt, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaube ja. Halbstoffdepot. Oh, da. Ich glaube, da waren wir schon überall, ne? Ups. Omega 4 Portal. Indur. Da waren wir. Hier waren wir schon überall. Okay, das Massenportal. Was ist denn das Omega 4 Portal? Atar. Kann ich hier? Nee, kann ich natürlich nicht. Da muss ich immer direkt da rein. Tagebuch. Guck mal, Aufträge. Verschollener Agent. Agent retten. Bringen Sie in die Eclipse-Basis auf dem Planeten Fata Omega-Nebel. Okay. Wir müssen nach Fata. Oder machen wir erstmal... Wir holen uns erstmal alle Agenten, würde ich sagen. Wir holen erstmal alle Agenten. Wir fangen einfach hier unten an. Nach Alcara fliegen. Okay. Omega Amanda. Amanda ist ein Manda. So, Absturzstelle der Normandy. Das ist ja mega geil. Wie cool ist das denn? Ich habe eine Anomalie geortet. Okay. Lorek ist eines der seltensten Beispiele einer bewohnbaren Welt, die einen roten Zwerg umkreist. Ursprünglich eine unabhängige Asari-Kolonie namens Esan wurde 1913 von der batarianischen Hegemonie annektiert. Was einen kleineren galaktischen Zwischenfall provozierte. Trotz einiger Versuche ist es den Terminus Warlords nie gelungen, Lorek für sich selbst zu erobern. Lorek ist ein Planet von geringer Dichte, der aus Gestein, Leichtmetallen und einer Kruste von Wasser auf Wasserbasis besteht. Seine Rotation ist an Fatah gebunden, mit einem der Sonne zugewandten heißen Pol und einem im Schatten liegenden kalten Pol. Das Wasser auf der Sonnenseite verdunstet rasch, treibt in Form von riesigen und ziemlich schnellen Gewitterwolken über die Insel der bewohnbaren Zonen entlang der Lichtschattengrenze und fällt dann auf der gefrorenen dunklen Seite als Schnee wieder vom Himmel. Es gibt Befürchtungen, dass die stetige Ansammlung von Eismasse dort in einigen Millionen Jahren zu einer Achsverschiebung führen könnte. Aber die zuständigen batarianischen Behörden weisen das als unverantwortliche Panikmache seitens subversiver Hegemonie Gegner zurück. Oh, hier gibt es auch eine tolle Partei. Uiuiui. Uiuiui. Klimawandel gibt's nicht. Gründung der Kolonie 1764. 1764. Population 4,7 Millionen. Hauptstadt Yalnor. Okay. Scanner starten. Oh, dieser Scanner, ich mag den immer noch. Unterwegs. Hallo, moin.
Sonde gestartet. Kind schon im Bett. Bei dir oder? Oder meinst du bei mir? Bei mir ist schon im Bett. Dieser Planet dreht sich die ganze Zeit. Sonde gestartet. Starte Sonde. Ich will wieder bald neue Sonden kaufen. Einige Geister da noch rum. Unterwegs. Ab ins Bett mit denen, ab ins Bett mit denen. Also unsere Kleine geht aber um 19 Uhr ins Bett. Sonde gestartet. Sonde. Komm her, kannst du. Ich hab zu tun, ich muss streamen. Über Timo. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik unterwegs. Bei Analysepunkt. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geortet. Signalscans orten einen Transmitter mit Chiffrierungsroutinen von Cerberus. Er ist auf einem unbekannten Undercover-Agenten registriert. Lebenszeichen des Cerberus-Agenten bisher nicht bestätigt. Andere ebenfalls geortete Kommunikationsmuster weisen Eclipse-Code auf. Okay. Also wir könnten da auch landen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Das machen wir gleich. Sonde unterwegs. So. Aber lieber Timo, ist denn sonst alles okay bei euch? Sonde gestartet. Hier gibt's nur Platin. Starte Sonde. Noch mehr Platin. Sonde gestartet. Niedrig. Oh, hier gibt's Iridium. Starte Sonde. Ah, aber noch nicht abgefarmt, okay. Starte Sonde. NKKN. Moin, moin. Na, geht's gut? Ja, war noch mal irgendwo was. Starte Sonde. Warte mal, Anni, ne? Gott, wie dumm. Hey, Anni. Also gerade... bisschen überlegen. Sonde gestartet. Alter, ich habe keine Sonden mehr. Das kann nicht wahr sein. Nein, oh. Na? Was ist denn los da bei euch? Kind noch wach und ihr seid hier im Stream. Das freut mich ja. Mensch. Jetzt muss ich jetzt mal wieder raus. Das kann nicht wahr sein. Versucht mir mal die drei Zuschauer im Schnitt. Jetzt sind wir schon drei. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, schön. Ich brauche größeren Treibstoff hier. Sonden kaufen.
beide noch wach. Krass. Aber okay, das ist halt... Das ist halt manchmal so, ne? Muss ja eine gewisse Zeit drin bleiben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Außerdem ist dieser Durchschnitt ja auch anders gerechnet. Der wird ja auf Menge gerechnet. Der wird ja anders gerechnet. Noch da Umlaufbahn anfliegen. So. Scanner starten. Hatten wir den jetzt abgefarmt? Ne, das ist immer noch niedrig. Kann nicht wahr sein. Was haben wir denn hier noch? Das ist immer noch Platin. Sonde gestartet. Aber jetzt abgebaut. Endlich. Endlich, endlich. So, dann können wir jetzt da drauf landen. So. Ach, Garus ist ja jetzt auch da, ne? Hm. Die beiden mit. Wer Garus? So. Orianischer Überlebenskünstler. Wenn es schießen kann, weiß Garus, wie man damit umgeht. Sein Waffenschaden und der seiner Kräfte steigen dramatisch. Gesundheit plus 15, Waffenschaden plus 25, Schaden der Kräfte plus 25. Nice. Sehr schön. Morden noch nicht und ich auch nicht. Gut. Dann können wir ja. Sind wir echt zu Fuß unterwegs, ne? Wo ist unser Fahrzeug? Ich hätte gern schon den Marco wieder. Meine Frau ist heute irgendwie kamerascheu. Also, wir wurden entdeckt. Ah, beeindruckender Schuss. Ja. Sie hat sich getarnt. Was? Sie hat sich getarnt. So ein kleiner Raketenwerfer hier. Was kinderfrei ist das nicht? Nee. So. Zack, zack. Was gibt's? Credits. Könnte irgendwie was gebrauchen, um... Da geht er gar nicht rein. Was denn? Credits. ID des Subjekts. Leitung des Verhörs. Corporate Giro. Subjekt Cerberus-Agent Tyrone Rawlings. Eclipse hat Agent Rawlings schon seit einiger Zeit im Visier.
Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, die wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus an Rachni-Experimenten. Wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipse für die Entschlüsselung Jahre brauchen. Subjekt frei gefangen genommen. Leitung des Verhörs Corporal Giro, Subjekt Cerberus-Agent Tyrone Rawlings. Es war schwierig, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffes mit Kursrichtung Attica Traversa auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffes lange genug blockieren, um Agent Rawlings zu übernehmen. Wir haben dabei zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Subjekt verhört. Leitung des Verhörs Corporal Giro hier. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbereitung unserer modernsten Technik ist es Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicher Methoden zeigte sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Agent Rawlings zur Erhitzung der Gemüter und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unseren Händen sind, stellt allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Guter Schuss! Oh, falsche Waffe. So muss es sein! Ich brauche größere Magazine. Das ist jetzt eigentlich für Munition, die ich da bekommen habe. Das ist doch nicht nur für die Pistole hier, oder? Und dann Maschinengewehr. Und von der anderen Seite verschlossen. Jetzt die Frage, ne? Wo geht's lang? Durch. Aber ich glaube, ich habe die Daten, die wir brauchen, ne? Okay, ich komme nicht ins Schiff, dann bin ich hier wohl doch noch nicht durch. Ja, die sind verschlossen. Wie kommen wir aber auf die andere Seite?
Gar nicht. Nicht irgendwas runterladen? Nee, auch nicht. Tagebuch. Gestohlene Daten. Oh, ja. Könnte ich besorgen. Wenn ich wüsste, wo lang. Leute, denke ich gerade zu kompliziert, oder? Übersehe ich irgendwas. Da ist nix. Muss doch irgendwie zurück hier raufkommen, oder? Was? Irgendwas öffnen. Raffiniertes Platin. Oh. Wenigstens etwas. Was übersehe ich? Super Raketenwerfer. Muss ich ja sagen.
bist raus. Du bist schon wieder raus. Ja, dann hau mal rein, mein Bester. Irgendwann muss ich ja um die Kinder kümmern, ne? Alles gut, Timo, aber wir sehen uns. Dankeschön, ich und dir, euch auch. Ja, das kann doch nicht sein. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Dankeschön, Timo. Danke, danke. So. Trotzdem, wie geht's hier jetzt weiter? Wir gehen wieder runter jetzt. Ja, das kann nicht sein, oder? Der erste Planet, wo wir drauf landen. Und schon kommen wir nicht mehr weiter. Aber auch nur, weil wir entweder können wir nicht abhauen oder zwei oder diese Tür ist einfach kaputt. Ist das sowas wie Hacken oder so? Was hier von irgendwem fallen gelassen oder so? Sollen geheime Daten finden? Oder? Waffe kann ich auch nicht wegstecken.
verstehe ich nicht. Muss ich, warte mal, muss ich irgendwie rausgehen und dann einfach mich wieder hochporten oder die Karte? Ich stand auch gerade hier, ne? Vermeide direkten Beschuss. Gehe in Deckung. Karte kann ich nicht öffnen. Hier ist doch überhaupt nichts mehr. Das ist doch irgendwie... Das ist ein Bug oder so? Kann das sein? Ich bin nach oben. Na komm, wir machen so. Ey, das ist ja voll doof. Müssen dann noch mal raus. So, fortfahren. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Ey. Und unten bleiben. Genau, okay, jetzt greifen die an. Oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Ist aber auch egal. Sehe ich auch so. Warte zur medizinischen Forschung. Ja. Die Tür war eben... Oh, ey, das war gerade ein Bug. Toll, toll. Schön. Ach ja. So alt ist das Spiel schon. Und trotzdem noch verbuggt. So. Hui. Wo ist der das? Er sieht müde aus. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Okay. Wir behalten die mal. Cerberus-Agent Tyrone Rawlings wurde tot aufgefunden. Verschlüsselte Daten zur Dechiffrierung und Lagerung an die Normen, die übermittelt. Nur 125 Erfahrung? Echt jetzt? 7850 Credits und 800 Platin gefunden.